Hallo ihr Lieben, Hex hier. Ich zeige euch heute eine ganz einfache Art, wie man so eine Diamantfaltkarte machen kann. Ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Hier habe ich noch eine zweite und so einen kleinen Anhänger und das Bienchen und hier dieses gelbe Hintergrundpapier ist ein Freebie von Babakus Design. Und hier habe ich noch eine dritte. Da habe ich erst die Grundform gemacht und dann rechts und links eine Bordüre ausgestanzt. Und vorne ist so ein Deckchen drauf, ein Stanzkreis und dann Stempelmotive. Ihr werdet sehen, es ist wirklich ganz einfach, die zu falten. Ihr braucht ein Stückchen Karton, der ist 10 cm breit und 30 cm lang, und dann braucht ihr Lineal und Bleistift und zeichnet bei 15 cm die Mittellinie ein. Ganz vorsichtig, und man muss sie auch nur ein bisschen sehen. Das ist nur dafür da, dass ihr wisst, wo ihr hinfalten sollt. So, jetzt legt ihr das so vor euch hin und jetzt faltet ihr diese Ecke hier oben bis hier runter zur Mittellinie. Wieder nach oben. Jetzt nehmt die untere Seite und faltet es nach oben bis zur Mittellinie. Wenn ihr habt, nehmt ein Falzbein und zieht die Linien immer noch mal nach. So, jetzt dreht ihr das um. Und mit der anderen Seite macht ihr jetzt einfach das Gleiche. So, jetzt nehmt ihr die eine Seite und faltet das bis hierher zu eurem Kreuzungspunkt. Habt ihr die eine Seite, dann nehmt ihr nochmal die gleiche Seite und faltet die bis zu diesem Kreuzungspunkt. Wenn ihr wollt, immer noch mal nachziehen. Und dann nehmt ihr die andere Seite und macht genau das Gleiche. Also wieder bis zu diesem Kreuzungspunkt hier rüber. Aufklappen und dann bis zu diesem Kreuzungspunkt. So. So sieht das dann aus. Also ihr habt hier zwei Kreuze und dann habt ihr hier eine Falzlinie, da eine und auf der anderen Seite ebenfalls zwei. So, und jetzt dreht ihr das um und dann müsst ihr diese beiden Stückchen nach innen falten. So, und die andere Seite ebenfalls. Schaut, dass das dann schön aufeinander liegt. Wenn ihr das dann richtig zusammenfaltet, und dann habt ihr hier einmal schon euren Bogen fertig und mit der anderen Seite macht ihr wieder genau das Gleiche. So, und dann faltet ihr die Außenseiten
nach außen. Alles nochmal insgesamt zusammenfalten, wieder aufmachen und schon habt ihr eure Diamantfaltkarte fertig. Und dann könnt ihr die dekorieren. Hier ist einmal dann ein Scrap-Papier-Quadrat von 6,5 x 6,5 cm und diese Streifen hier, die sind 9,5 x 4,5 cm. Wenn ihr solche Bordüren an den Rändern machen wollt, dann müsst ihr diese Seiten hier, dieses Scrap-Papierstücken dann ausmessen, weil die Breite richtet sich nach der Breite eures Bordürenstanzes. So. So rum gehört sie. So, das war schon alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns auf meinem Blog. Tschüss!